Herzlich willkommen zu unserem heutigen Expert-Talk. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Michaela Dempf heute ihren Vortrag nochmals hält. Und ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Meine Kollegin Alina Fuchte von NextMuseum.io kommt gleich noch mit dazu. Und ich würde sagen, Michaela, ich übergebe gerne direkt an dich. Vielen Dank und danke auch nochmal für die Einladung, dass ich nochmal ein paar Einblicke geben darf in mein Projekt, an dem ich jetzt ja, die letzten fast eineinhalb Jahre gearbeitet habe. Ich probiere jetzt gerade mal meine Präsentation zu starten, dass es für Sie auch ein bisschen anschaulicher wird und hoffe, dass es funktioniert. Sehr gut, blättern kann ich auch. Ja, dann steht dem Ganzen hier nichts mehr im Wege. Dann starte ich mal los. Also vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wurde von Marina gebeten, eben jetzt im Rahmen eines Werkstattberichts über NextMuseum.io nochmal einen Einblick in mein Projekt zu geben. Ich habe mich jetzt darauf fokussiert, nicht so sehr die Projektergebnisse vorzustellen, sondern einfach nochmal ein bisschen über meine Arbeitsweise, über den Prozess und die Herausforderungen, die mir so begegnet sind in meinem Projekt und wie ich damit umgegangen bin. Ich erzähle kurz was zur Sammlungsgeschichte und zu den Objekten, die ich bearbeitet habe. Dann gehe ich nochmal auf den Projektaufbau und die Ziele des Projekts ein. Und dann gehe ich in den tatsächlichen Werkstattbericht und erzähle so ein bisschen was zu den Herausforderungen, vor die mich die Provenienzforschung bei den kolonialen Kontexten gestellt hat. Ich steige ein in die Geschichte des Hauses. Das Museum Ulm hat eine relativ lange Geschichte, und die Sammlung, wie sie heute ist, ist eine sehr diverse, eine sehr heterogene Sammlung mit unterschiedlichen Sammlungsbereichen. Das rührt daher, dass der Grundstock der Sammlung durch die Vorgängerinstitution das Gewerbemuseum gelegt worden ist. Warum ich jetzt so weit aushole? Wir sind ja eben kein ethnologisches Museum, sondern verstehen uns als kunst- und kulturgeschichtliches Museum, aber eben auch Universalmuseum. Und eben bedingt durch diese Geschichte des Hauses haben wir auch ethnologische Objekte noch in der Sammlung, die ich bearbeitet habe. Zurück zum Gewerbemuseum. Das Gewerbemuseum hat im Dezember 1882 eröffnet. Hat sich als ein Musterlager für zeitgenössisches Kunsthandwerk beziehungsweise auch für die zeitgenössische industrielle Produktion verstanden, hat aber auch viel kunsthistorische und kulturhistorische Objekte gleich von Anfang an gesammelt. Das Gewerbemuseum hat sich nämlich auch als eine bürgerliche Sammlung, also ein Bürgermuseum verstanden. Das hat so funktioniert, dass die Ulmer Bürgerinnen und Bürger auch Objekte an das Museum geschenkt haben oder als Leihgaben übergeben. Das heißt, die Bürgerinnen haben auch so ein bisschen mitbestimmt, was man denn ausstellen könnte im Haus. Und das Gewerbemuseum hat auch alles dankbar angenommen. Entsprechend voll waren auch die Räume, wie man hier auf dem rechten Foto sehen kann. Und dementsprechend hat sich auch die Sammlung eben zu so einer heterogenen Sammlung entwickelt. Dazu kamen Bestände des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben. Der hat sich 1841 gegründet und der Verein hat seine Altertümer ähnlich zusammengesammelt. Die Mitglieder und die Ulmer BürgerInnen haben auch hier Objekte an den Verein gegeben, und der Verein hat beispielsweise auch selber Ausgrabungen durchgeführt. Deswegen hat der Verein auch relativ schnell einen relativ großen Bestand ansammeln können. Und es war so, dass das Gewerbemuseum ein Auge auf diese Bestände geworfen hat und in den 1890er Jahren die Sammlung vom Altertumsverein mit ins Gewerbemuseum integriert hat, sodass um die Jahrhundertwende die beiden Sammlungen vereinigt waren und ausgestellt wurden. Sie sehen hier auf der linken Seite das Plakat des Gewerbemuseums Ulm aus der Zeit um 1900, wo es heißt, Gewerbemuseum Ulm vereinigt die Sammlung des Gewerbemuseums und des Vereins für Kunst und Altertum. Und auf diesen beiden Sammlungen fußt nun eben auch fußt die Sammlung, die wir heute noch im Haus haben. Es war dann so, dass die Stadt Ulm sich diese Bestände durch einen Vertrag in den 1920er Jahren gesichert hat und das Gewerbemuseum schließlich in ein städtisches Museum umgewidmet hat.
Also 1925 hat dann das Museum der Stadt Ulm eröffnet. So, und da unter diesen BürgerInnen, die die Sammlung vervielfältigt haben, auch Leute waren, die im Zusammenhang mit dem Kolonialismus gestanden, gerade um die Jahrhundertwende, haben wir eben auch Objekte in der Sammlung, die vor dem Hintergrund kolonialer Kontexte interessant sind. Das heißt, da waren Leute dabei. Das waren Reisende, das waren SammlerInnen, das waren Kaufleute, das waren beispielsweise Angehörige von Militär oder der Kolonialverwaltung oder auch der Kolonialwirtschaft, die dann auch teilweise vor Ort in den Kolonien zugange waren. Das heißt, die Sammlung repräsentiert auch die Kolonialgeschichte als Alltagsgeschichte, und anhand der Sammlungsgeschichte und der Geschichte des Hauses zeigt sich auch, dass der Kolonialismus Einfluss auf bestimmte Biografien hatten, die sich dann wiederum in der Sammlung widerspiegeln. Die ethnografischen Gegenstände waren im Gewerbemuseum auch ausgestellt, waren später auch noch im Städtischen Museum ausgestellt. Also anhand des Katalogs lässt sich nachvollziehen, dass es eine ethnografische Abteilung in der Dauerausstellung gab. Das war 1930. Die waren in einem Gebäudeteil untergebracht, das im Zweiten Weltkrieg aber leider also ziemlich zerstört worden ist, und das wurde auch später abgerissen. Und in dem Zug sind wahrscheinlich auch einige der ethnografischen Objekte zerstört worden oder in dem Zug auch verschollen. Und nach 1945 waren die Ethnographika weder ausgestellt, noch wurden sie irgendwie wissenschaftlich bearbeitet. Ja, und diese unbearbeiteten Objekte sind eben auf meinem Tisch gelandet. Ich habe hier mal einen Einblick in unser Notdepot, wie es zwischenzeitlich mal aussah. Jetzt am Ende meines Projektes habe ich rund 225 Objekte bearbeitet. Und ich zeige jetzt mal so ein paar Objekte, die da dabei waren. Also das sind hier jetzt beispielsweise Objekte aus Südafrika. Dann haben wir hier Objekte aus Australien und Ozeanien mit dabei. Hier ist nochmal ein Paddel aus Ozeanien und nochmal Objekte aus Afrika. Wir haben auch was aus dem indigenen Nordamerika, und wir haben auch Objekte aus China mit dabei, die ich mir genauer mit angeschaut habe. Ganz schöne Beispiele sind zwei afrikanische Gewänder, vermutlich aus Kamerun, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, wahrscheinlich. Und hier nochmal Beispiele von chinesischen Objekten. Und bei den Objekten handelt es sich, wie Sie jetzt auch sehen, hauptsächlich um Alltagsgegenstände, um Waffen, um Schmuck und um Kleidungsstücke, die eben alle um 1900 und damit auch zur Anfangszeit des Gewerbemuseums entstanden sind oder eben in dieser Zeit ins Museum kamen. Das heißt, wir bilden hier auch die Zeit ab, die Hochphase des Kolonialismus bzw. des Imperialismus umschließt und in der auch eben Deutschland Kolonien hatte. Ich gehe jetzt ganz kurz nochmal auf den Leitfaden ein vom Deutschen Museumsbund, eben auch nur nochmal zu erklären. Sie haben ja jetzt auch beispielsweise Objekte gesehen aus Nordamerika oder aus China. Die Länder waren, oder die Kontinente waren zu der Zeit entweder nicht mehr kolonial erschlossen oder noch nicht ganz, beziehungsweise nur vereinzelt. Nach der Definition des Deutschen Museumsbundes ist es aber so, dass es bei kolonialen Kontexten sich sowohl um Sammlungsgut handeln kann, das aus wirklich formalen Kolonialherrschaften kommt. Das heißt, zur Zeit, als die Objekte hergestellt oder erworben wurden, war das entsprechende Herkunftsland eine Kolonie. Mit einbeziehen sollte man aber auch die Fallgruppe 2, das heißt das Sammlungsgut aus Gebieten, das keiner formalen Kolonialherrschaft unterstand, wo aber noch koloniale Strukturen nachwirkten, weil es ehemalige Kolonien sind oder wo im Zuge praktisch einer imperialen Durchdringung beispielsweise ähnliche Strukturen vorherrschten. Das Projekt, das ich jetzt seit Herbst 2021 bearbeitet habe, kam zustande durch eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, die meine Stelle teilfinanziert. Und das Ganze bettet sich ein in die Gesamtstrategie des Landes zur Aufarbeitung und zum Umgang
zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes und zum Umgang damit. Das heißt, da steht vor allem die Transparenz im Vordergrund und eben die Öffnung und die Schaffung des Zugangs zu solchen Objekten in deutschen Sammlungen, die wiederum weitere Schritte und einen Dialog schaffen oder die Grundlage dafür schaffen sollen. Hier nochmal ein Hinweis auf eine Pressemitteilung. Zwar ist meinem Projekt schon eine kleine Förderung des Ministeriums vorausgegangen. Also ein erster Schritt war Ende 2020, dass wir einige der Objekte, die ich bearbeitet habe, schon mal im Zuge einer Fotokampagne digitalisieren konnten. Und darauf fußt dann eben, oder auf diesen Daten fußt dann jetzt eben auch, fußt mein Projekt. Was auch eine Rolle spielte, ist die Drei-Wege-Strategie, die 2020 von Bund, Kommunen und Ländern verabschiedet wurde. Und zwar hat die sich befasst mit der Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und eben die damit verbundene Aufarbeitung, die eben größtmögliche Transparenz wieder schaffen soll. Da gab es unterschiedliche Maßnahmen, die beschrieben wurden. Und mein Projekt deckt die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen im Rahmen der Drei-Wege-Strategie ab. Das heißt, einen zentralen Zugang zu Sammlungsgut zu schaffen, beispielsweise über Plattformen wie die Deutsche Digitale Bibliothek und die Transparenz zu schaffen, insofern als das Sammlungsgut, das noch nicht bearbeitet war, grundlegend digital erfasst wird und dann eben auch in einem nächsten Schritt veröffentlicht wird. Ich habe jetzt nochmal die Ziele, die daraus entstanden sind, für mein Projekt zusammengefasst. Das heißt eben jetzt wieder das Stichwort Transparenz, das ich hier jetzt auch schon oft genannt habe. Also durch das Projekt soll eben nach innen und außen die größtmögliche Transparenz geschaffen werden, ein Zugang ermöglicht werden, externe Teilhabe an den Informationen zu dem bei uns vorhandenen kolonialen Sammlungsgut ermöglicht werden und dahingehend auch der Austausch gefördert werden und eine wissenschaftliche Nutzung der Daten, die ich erarbeitet habe, ermöglichen. So, wie bin ich das Ganze angegangen? Also mein Projekt umfasste neben der digitalen Inventarisierung eben auch die Provenienzforschung, die eben notwendig war, um die benötigten Daten zusammenzusammeln. Ich bin so vorgegangen, ich habe Quellenforschung betrieben, das heißt, ich habe unsere Inventarbücher nochmal eingehend geprüft, also bin alle Inventarbücher, die vorhanden sind, in handschriftlicher Form von vorne bis nach hinten durchgegangen und habe nach weiteren Unterlagen in unserem Museumsarchiv gesucht. Dann habe ich nicht nur die Unterlagen, die bei uns im Museum vorhanden waren, herangezogen, sondern habe gerade die Erwerbsgeschichte der Objekte versucht, auch über eine personenbezogene Archivrecherche mir zu erschließen, um eben über diese Biografien mehr auch über die Objekte herausfinden zu können oder die Umstände, wie sie dann auch in die Sammlung kamen. Da musste ich natürlich dann auch in externe Archive gehen. Das war dann hauptsächlich im Stadtarchiv und im Landesarchiv in Stuttgart und Ludwigsburg. Aber unter anderem habe ich auch aus dem Archiv in Berlin was brauchen können. Dann ging es vereinzelt um eine nähere Bestimmung der Objekte. Das habe ich teilweise auch unter Einbeziehung nicht nur der Literatur gemacht, sondern auch externer Expertinnen, wo notwendig. Denn wie gesagt, wir sind ja kein ethnologisches Museum, haben entsprechend auch nicht für jeden Bereich ExpertInnen aus der Ethnologie. Dann war eben ein Schritt die systematische Dokumentation dessen, was ich herausgefunden habe, und dann die Digitalisierung der Objekte, zum einen in unserer internen Datenbank. Wir arbeiten mit IMDAS Pro und dann eben auch die Veröffentlichung dieser Daten auf einer geeigneten Online-Plattform. Ich habe mich, oder wir haben uns dann natürlich auch im Hintergrund der Drei-Wege-Strategie für die Deutsche Digitale Bibliothek entschieden, die ja auch das Portal für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erstellt hat, beziehungsweise das wird gerade noch bearbeitet. Also längerfristig sollen dann meine Ergebnisse auch auf dieser Plattform erscheinen.
Als Zwischenschritt, da IMDAS es noch nicht ermöglicht, die Daten in dem Schema zu liefern, das wir brauchen für den Übertrag in die DDB, habe ich Museum Digital als Plattform zwischengeschaltet. Das heißt, ich habe dann aus der internen Datenbank auch nochmal alles in eine öffentliche Datenbank gegeben und über diesen Zwischenschritt konnte ich die Daten dann auch an die DDB liefern. Ja, ich habe ja gerade schon zu den Maßnahmen gesagt. Ich habe mich so ein bisschen in unser Museumsarchiv gestürzt und habe da mal nachgeschaut, was da alles so an Archivalienunterlagen für die Provenienzforschung eben vorhanden ist. Und gehe jetzt eben hier über auch zu den Herausforderungen, die mir so begegnet sind. Ich habe das jetzt so ein bisschen plakativ aufgezogen. Also wir sind jetzt erstmal mit den Begrifflichkeiten suchen und finden. Da habe ich jetzt eine Abbildung eben von solchen analogen Unterlagen, mit denen ich dann auch gearbeitet habe. Also wie gesagt, unsere Inventarbücher. Dann gibt es analoge Karteikarten. Es gibt Korrespondenzverzeichnisse. Es gibt Korrespondenzordner. Aber wir haben auch eine unsystematische Sammlung oder ich sage jetzt mal eine thematische Sammlung an Hängeregistern, wo schon zu einigen Objekten ein paar Anhaltspunkte lieferten. Aber das war alles eben eher unsystematisch für den Zweck meines Projektes. Also ich musste mir da auch alles ein bisschen zusammensuchen. So sah das dann auch nochmal aus. Also unterschiedliche Ordner und Formate, mit denen ich mich da dann auseinandergesetzt habe. Mir wurde dann auch ganz schnell bewusst, dass Provenienzforschung bis zu einem gewissen Grad auch immer Mut zur Lücke bedeutet. Ich habe dann gemerkt, auch aufgrund der Menge der Unterlagen und aufgrund des Zustands der Unterlagen, dass sich wahrscheinlich nicht alle Lücken schließen lassen. Durch die historisch bedingt divers gewachsene Sammlung sind die Unterlagen tatsächlich auch nicht immer vollständig. Das heißt, wir haben zwar beispielsweise vom Altertumsverein auch einige Inventare da, die sind aber bei uns nicht eben nicht vollständig und teilweise gibt es Überschneidungen, teilweise gibt es aber auch Lücken zwischen den unterschiedlichen Inventaren beispielsweise. Und dann waren in dem Bestand, den ich bearbeitet habe, auch Objekte, zu denen gar keine Unterlagen vorhanden sind. Das heißt, im Endeffekt sind dann auch einige Objekte bis zu einem gewissen Grad unbekannt bzw. unbestimmt geblieben. Weil wenn so diese erste Grundlage fehlt und man dann gar keine Anhaltspunkte hat, wo das Objekt herkommen könnte, ist es dann doch oftmals auch schwierig, mehr dazu herauszufinden. Und auch bei den externen Archivalien war es so, dass auch die keine lückenlosen Informationen liefern. Das heißt, ich habe mir beispielsweise Militärakten angeschaut, die dann wiederum aber natürlich auch nicht in allen Fällen persönliche Unterlagen mitliefern. Das heißt, die Biografien haben nicht in allen Fällen Aufschluss über die Erwerbskontexte gegeben. Und oftmals konnte ich da auch nur Vermutungen anstellen, die ich mir dann zusammen mit anderen Quellen noch versucht habe zu erschließen. Und dann gibt es auch noch Objekte, weil ich ja eben die Inventarbücher möglichst von vorne bis hinten durchgeschaut habe, die außereuropäisch sind, die vermutlich auch im Hinblick auf koloniale Kontexte relevant sein könnten, die aber teilweise nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise die ich im Rahmen meines Projektes jetzt auch nicht auffinden konnte, obwohl ich dann auch später nochmal auf Suche in den Depots gegangen bin, aber einige Sachen sind unentdeckt geblieben und da gibt es eben auch Lücken in den Inventarbüchern, weil nicht bei allen Sachen, die beispielsweise verkauft oder versteigert wurden, in den Inventaren ein Vermerk dazu gemacht wurde. Dann die nächsten Schlagwörter sind übersetzen und erschließen. Ich habe jetzt hier beispielsweise eben mal nochmal einen Auszug aus dem Inventarbuch und einen Brief, der auch relevant war für Objekte in meinem Projekt. Man sieht hier dran ganz gut, analoge Unterlagen und historische Unterlagen sind natürlich auch immer zeitaufwendig, weil man sie eben übersetzen muss aus der alten Handschrift. Ja, und das war auch so eine Herausforderung, der ich mich stellen musste. Also man wird dann auch immer besser, umso öfter und so intensiver man dann ja, so eine Übersetzung, so eine Transkription dann auch macht. Und ich saß dann wirklich mit einem Wikipedia-Ausdruck von diesen Buchstaben der alten Schrift nebendran und habe das so eins zu eins entziffert. Das heißt, Provenienzforschung zeigt sich hier
nochmal als Detektivarbeit. Und diese ganzen Inventarbucheinträge und relevanten Briefe habe ich natürlich dann auch als Scans digitalisiert und habe sie aber teilweise dann auch in unserer Datenbank transkribiert hinterlegt. Weitere Schlagwörter sind Forschen und Fragen. Hier nochmal ein Auszug aus den Inventarbüchern, um das nochmal an Beispielen zu verdeutlichen, was ich damit meine. Also erstens, wie gesagt, hatten wir jetzt vor Ort keine ExpertInnen, die mir zu allen Bereichen da was hätten sagen können. Das heißt, ich habe auch externe Quellen anzapfen müssen, habe dann bei ethnologischen Museen mir jeweils dann ExpertInnen zu Rate gezogen. Das heißt, ich habe meine Fragen nach außen getragen. Ich habe natürlich Objekte aus sämtlichen Sammlungsbereichen, deswegen muss man natürlich auch immer gucken, wen fragt man. Und dazu braucht man natürlich eine Grundlageninfo, die aber auch die Inventarbücher leider nicht immer geliefert haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Objekt habe, wo dann dran stand aus Kamerun, ich konnte es aber nicht näher bestimmen, dann konnte ich wiederum einen Kollege oder eine Kollegin aus einem Museum fragen, das eine Afrikasammlung auch hat. Das hat dann ganz gut funktioniert. Aber es ist eben so, dass in den Inventarbüchern oftmals auch vage, falsche oder fehlende Angaben vorkommen. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite beispielsweise die Bezeichnung indianischer Tomahawk. Also da haben wir natürlich auch schon mal die Problematik mit dem Indianisch, was ein Wort war, das zu einer gegebenen Zeit auch alles, ja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger alles Außereuropäische meinen konnte. Und wir haben die Bezeichnung Tomahawk. Das ist natürlich dann wiederum sehr spezifisch, aber es gibt trotzdem keinen Hinweis auf eine Herkunft. Also hier steht jetzt weder Herkunftsland beziehungsweise Herkunftskontinent noch eine Entstehungszeit mit dabei. Das heißt, da muss man sich dann so ein bisschen entlanghangeln. Eine Idee ist dann immer nach Vergleichsobjekten zu suchen oder halt dann auch in der Literatur detaillierte Beschreibungen, wo dann ähnliche Merkmale sich zu dem vorliegenden Objekt zeigen. Man muss trotzdem aber auch sagen, dass man in solchen Fällen dann eben auch immer mit seinem eigenen begrenzten Wissen, das sich dann auch oft in Austausch mit anderen KollegInnen oder beim Wälzen der Literatur nicht wirklich erweitern lässt, konfrontiert sieht. Und man selber hat ja auch immer ein vorgeprägtes Wissen und ist bis zu einem gewissen Grad ja auch an dieses koloniale Wissen gebunden. Das heißt, ich sehe hier Begrifflichkeiten, die kolonial geprägt sind und muss mich irgendwie da entlanghangeln. Dazu sage ich aber gleich auch noch was. Und dann nochmal ein Beispiel, wo es die Schwierigkeit der fehlenden Informationen auf einer anderen Ebene gibt. Auf der linken Seite ist ein Inventarbucheintrag und da steht oben drüber zum Thema Vorbesitzer Geschenk des Herrn Oberleutnants Picht. Also wir haben ganz oft in den Inventarbüchern auch den Fall, dass zwar ein Name angegeben ist, aber eben nicht der vollständige Name. Das heißt, man muss dann erstmal recherchieren, wer überhaupt dieser Oberleutnant Picht ist und eben dann auch Glück haben, dass man die richtige Person findet. Dann habe ich jetzt nochmal einen Fall, wo diese unzureichenden Informationen aus dem Kolonialbuch eine kleine aus dem, Entschuldigung, aus dem Inventarbuch eine kleine Stolperfalle waren, und zwar im Hinblick auf diese zwei Speere. Dabei handelt es sich um sogenannte Assegai-Speere, die aus Afrika, insbesondere aus dem südlichen Afrika, am weitesten verbreitet eben in der Republik Südafrika handelt. Und es gibt im Inventarbuch auch zwei Assegai-Speere. Die sind aufgelistet, aber ohne eine detaillierte Beschreibung. Und ich hatte das Problem, ich konnte zwar anhand der Form diese Speere als Assegai-Speere identifizieren, es gab aber an den Objekten selber keine vorhandene Beschriftung mehr oder keine vorhandene Inventarnummer mehr. Das heißt, wir haben einen Original-Inventarbucheintrag und beziehungsweise in dem Fall zwei originale Inventarbucheinträge und zwei passende Objekte. Ich konnte aber in dem Fall keine eindeutige Zuordnung machen. Also hier oben ist beispielsweise der Speer als sogenannter Assegai aufgeführt.
Es gibt aber keine weitere Beschreibung dazu. Alles, was danach folgt, ist nur noch was Allgemeines zu den Objekten aus der Sammlung. Und hier unten ist auch unter Punkt G eben ein Assagai ist gleich Wurfspeer aufgezeichnet, aber wir haben eben keine Charakterisierung. Also wie sieht das Ding aus? Das heißt, für mich war es nicht nachvollziehbar, welcher Inventarbucheintrag sich jetzt auf welchen Speer bezieht. Wie man oben sehen kann, in dem Zug haben dann die Objekte neue Inventarnummern. Neue Inventarnummern bekommen. Das heißt, ich musste hier dann auch nochmal eine neue Inventarisierung mehr oder weniger vornehmen. Interessant ist bei den Speeren, es gibt noch, ich hoffe, das ist jetzt zu sehen, es gibt noch das Originalschild von diesem Speer aus der Hössle und Hettich-Sammlung, also der Inventarbucheintrag unten. Das war aber nur lose vorhanden. Man sieht auch, es hat eine Nylonschnur. Das heißt, es hat auch hier nicht mehr die Originalbefestigung. Das war wohl zwischenzeitlich mal abgefallen. Und ich habe dann herausgefunden, dass es auch zwischenzeitlich an das falsche Objekt angebracht wurde. Das heißt, so wird es natürlich dann auch ja, Jahr für Jahr weniger nachvollziehbar in solchen Fällen. Und hier habe ich noch ein Beispiel, auch nochmal zum Thema Forschen und Fragen. Und zwar habe ich hier ein Objekt, das als Kanu-Modell im Inventarbuch aufgeführt war und eben auch auf der Inventarkarte. Und das hier ist nochmal ein Beispiel dafür, dass auch im Inventarbuch keine unfehlbaren Informationen vorhanden sind. Das heißt, die Bestände, die wir haben, sind ja auch oftmals nicht von ExpertInnen ins Museum gegeben worden. Und es waren im Museum zu der Zeit, als reinkam, dann auch nicht unbedingt ExpertInnen für, wie in dem Fall, ozeanische Objekte im Haus. Das heißt, man ist natürlich an die Informationen gebunden, die man dann auch be bekommen hat damals. Das heißt, oder manchmal gab es auch eine Übergabe aus zweiter Hand, wo dann jeweils der Schenker oder die Schenkerin gar nicht wusste, um was es sich eigentlich konkret handelt. Das heißt, diese Informationen sind eben auch nicht immer verlässlich. Und hier war es jetzt eben so, dieses Kanu-Modell hat sich, und das habe ich in Zusammenarbeit mit einem Ozeanien-Experten, rausgefunden, eben nicht um ein Kanu-Modell, sondern es handelt sich hierbei um eine Trageschale. Also es ist ein Objekt mit einer komplett anderen Funktion. Ja, im Zuge meines Projekts bedeutet das eben auch, ich habe einen digitalisierten Datensatz, also sprich, ich habe es ja dann eben als so eine Trageschale auch in IMDAS und dann auch später im Museum digital eingetragen. Das heißt, ich habe digitalisierte Datensätze, die eben auch von den analogen inventarisierten Daten abweichen. Das ist eben auch immer so was, was man dann im Zuge seiner Forschung, ja, nochmal beachten muss, dass die Informationen, die man hat, vielleicht auch nicht immer die verlässlichsten sind. Und das bringt mich jetzt auch noch zu einer letzten Herausforderung, und zwar Stichwort erkennen und benennen, was uns ja jetzt auch diese Trageschale ganz schön gezeigt hat. Wir haben auch eine Problematik, die mir immer öfter begegnet ist, auch beim Lesen des Inventarbuchs. Und zwar, das sind koloniale Bezeichnungen beziehungsweise Begrifflichkeiten, die eben aus der Kolonialzeit herrühren, die im Laufe der Zeit auch diskriminierende Dimensionen angenommen haben und dies eben gilt heutzutage zu vermeiden. Aber da geht es eben auch darum, sich dessen bewusst zu werden, dass sich eben Wissen und Begrifflichkeiten dahingehend ändern. Also das gehört bei dem Projekt dann auch mit dazu, dekoloniale Bezeichnungen zu finden. Ich habe jetzt hier ein Beispiel mit eben einem Etikett aus dem Gewerbemuseum, wo es heißt, Lendengürtel eines erwachsenen Mädchens vom Stamme der Zulu-Kaffer. Das heißt, hier ist die Ethnie mit den Zulu angegeben. Wir haben aber den Begriff der Kaffer mit dabei. Kaffer ist ein Wort, das zunächst zwar nicht wertend gebraucht wurde, stammt eigentlich aus dem Arabischen und war eine Bezeichnung für ein zentralasiatisches und ein südafrikanisches Volk, wurde später dann auch von christlichen Ländern oder ja, Christen für südafrikanische Völker verwendet und hat aber dann auch bald
die Gleichsetzung mit dummem Kerl oder Barbar bedeutet. Und im 20. Jahrhundert dann, also in der späten Kolonialphase und eben dann auch eindeutig im Zusammenhang mit dem Kolonialismus und später auch noch zur Zeit der Apartheid, wurde das Kaffer tatsächlich als Schimpfwort verwendet. Also die Verkafferung hat dann beispielsweise ja die Assimilation an die indigene Bevölkerung ausdrücken sollen. Und heute ist der Begriff Kaffer in Südafrika auch als Hate Speech verboten. Das heißt, für solche Dinge muss man sich dann auch immer sensibilisieren. Wir haben natürlich auch das M oder das N-Wort des Öfteren im Inventarbuch auftauchen und die Sachen, die tauchen natürlich dann eben auch bei der Bezeichnung oder bei der Betitelung von bestimmten Objekten auf. Ja, das ist auch immer so eine Sache, die noch diskutiert wird. Wie geht man da mit um, mit diesen Begrifflichkeiten? Ich bin so vorgegangen im Rahmen meines Projektes, also ich habe in unserer internen Datenbank in IMDAS immer auf diese Verwendung der problematischen Begriffe in den Inventaren hingewiesen. Ich habe sie auch zitiert, habe sie aber jeweils als problematisch markiert und erläutert, warum. Das Ganze kontextualisiert und habe das dann aber aus der Bezeichnung, also gerade aus Titelfeldern etc. herausgenommen, und bin dann bei der Veröffentlichung auch so verfahren, dass ich diese Begrifflichkeiten komplett ausblende. Das heißt, es ist zwar, also der Hintergrund ist in der internen Dokumentation zwar mitgegeben, aber wie gesagt, für die Veröffentlichung ist es dann einfach ausgeblendet, auch um solche Dinge eben nicht zu reproduzieren. Und genau, ich habe beispielsweise auch so gemacht, auch Museum Digital, dass auch immer die Bezeichnung, die geografische heutige Bezeichnung mit angegeben ist. Die Kolonien sind meistens nur, ja, oder die Namen der Kolonien sind meistens nur am Rande und in Einzelfällen mit erwähnt, wo es eben nochmal auch im Rahmen der Provenienzen eine Rolle spielt. Ja, das waren jetzt so ein paar, ja, Schweinsgalopp durch so ein paar Herausforderungen, die einem da begegnen. Ich habe jetzt hier noch eine ganz kleine Folie, um auch nochmal zu den Projektergebnissen einen kurzen Ausblick zu geben. Ich habe aber die meisten Sachen so im Erzählen auch schon erwähnt, was ich ja auch bei der Sammlungsgeschichte vorher schon gesagt habe. Also im Zuge meines Projektes habe ich gelernt, Kolonialgeschichte eben auch als Alltagsgeschichte zu begreifen. Also dadurch, dass eben persönliche Nachlässe und ja in Anführungszeichen koloniale Erinnerungsstücke als ausstellungswerte Objekte für ein Museum auch bewertet wurden zur damaligen Zeit, gab es eben da eben auch einen unreflektierten Umgang mit dieser kolonialen Aneignung und dadurch natürlich auch rückwirkend wieder eine Prägung des kollektiven Gedächtnisses. Das heißt, die Kolonialgeschichte im Rahmen kolonialer Biografien spiegelt natürlich dann auch immer irgendwo individuelle Haltungen, die wiederum sich mit dem Großen und Ganzen kurzschließen wieder. Habe ich auch schon erwähnt, die konkreten Erwerbsumstände waren eben in den oft nicht rekonstruierbar. Also auch wenn man biografisch was rausgefunden hat, heißt es nicht automatisch, dass man sich da eben noch weiter rein recherchieren konnte. Und es ist aber so, dass die Bestimmung eines kolonialen Kontextes dann noch keine Aussage über die konkrete gewaltsame oder problematische Form der Aneignung darstellt. Das heißt, wir haben ja natürlich auch immer das Thema Restitution. Das heißt, kolonialer Kontext bedeutet nicht automatisch Restitution, aber es bedeutet eine genaue Prüfung, ob denn eine Restitution erforderlich ist. Das heißt, man braucht einfach immer einen sensiblen Umgang und ein Bewusstsein für die Mechanismen und Wirkungsweisen des Kolonialismus, ja, und des eigenen vielleicht auch vorgeprägten Wissens. Das heißt, ein nächster Schritt aufbauend auf meinem Projekt könnte jetzt auch sein, in die Kooperation zu gehen. Also wie gesagt, das deckt jetzt mein Projekt nicht ab, weil es eben auch ein längerfristiges Ziel ist. Aber dadurch, dass jetzt die Objekte, die ich bearbeitet habe, auch schon mal online zugänglich sind, bieten wir zumindest auch die Möglichkeit, dass diese Sachen von außen recherchierbar sind und dass man auch bei etwaigen Restitutions- oder etwaige Restitutionsforderungen überhaupt erst auch mal möglich machen kann.
Wenn ich jetzt schon davon spreche, würde ich hier mal ganz kurz umswitchen und den anderen Bildschirm freigeben, den man jetzt hoffentlich sehen kann. Noch einmal der Link auf Museum Digital. Also wer sich jetzt nochmal für die Ergebnisse interessiert, wer sich für die Objekte interessiert, die ich so bearbeitet habe, kann unter Museum Digital die komplette Sammlung einsehen. Du, Michaela, stopp, bei dir ist jetzt gerade der Desktop zu sehen. Das hat ganz kurz geklappt. Vielleicht stoppst du die Bildschirmfreigabe noch mal schnell. Ja, jetzt sieht man es wieder. Sieht Genau, man? wunderbar. Alles klar. Okay, dann, Entschuldigung, habe ich die Bildschirme verschoben. Genau. Und es sind jetzt hier eben unter dieser Sammlung alle Objekte, die ich bearbeitet habe und für die ein kolonialer Kontext nachgewiesen ist, beziehungsweise wahrscheinlich ist. Genau, da kann man sich dann gerne mal durchklicken. Das sind 204 Objekte aktuell. Und hier haben wir nochmal unsere schöne Trageschale beispielsweise. So sieht das Ganze dann auch in veröffentlichter Form aus. Und die Provenienzangaben sind im beschreibenden Text auch nochmal genauer mit angegeben. Und ich habe dann immer hier mit Ereignisfeldern gearbeitet. Also hier kann man auch nochmal nachvollziehen, von wann ist das Objekt und von wem. Genau, also hier gerne mal durchklicken. Ja, ich habe noch eine abschließende Folie, muss gerade mal gucken, aber das ist jetzt nichts mehr Relevantes. Also im Großen und Ganzen bin ich durch und ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin jetzt natürlich offen für Fragen, Anmerkungen, Wünsche. Bitte gerne. Vielen Dank, liebe Michaela. Bevor ich ein, zwei Fragen stelle, würde ich mich sehr freuen über ein Feedback aus unserer Zuschauerschaft heute. Anmerkungen, Fragen, vielleicht auch eigene Erlebnisse. Ich gehe davon aus, dass die eine oder der andere vielleicht selbst in dem Bereich forscht oder tätig ist. Deshalb möchte jemand etwas sagen. Dann stelle ich meine Frage. Vielleicht kommt ja noch eine dazu. Erstmal danke, Katja Sophia, für deine Anmerkung im Chat. Für alle, die es noch nicht gelesen haben. Michaela, jetzt hast du tollerweise diese Förderung bekommen und konntest ein Jahr lang arbeiten und forschen. Auf der anderen Seite sieht es nach wahnsinnig viel zu bearbeiten für ein Jahr lang aus. Also wie bist du denn damit umgegangen, auch projektmanagementtechnisch dieser Wust von Content, der zu bearbeiten ist. Also ich habe tatsächlich, ich muss gerade überlegen, was tatsächlich von der Reihenfolge her. Also ich habe tatsächlich erstmal mit den Objekten angefangen, die tatsächlich da waren, weil ich wusste ja von vornherein, es wird wahrscheinlich noch was geben, was einfach auch relevant sein könnte noch. Aber ich habe mich dann erstmal auf diese Sachen gestürzt, die dann auch schon mal digitalisiert waren. Das waren anfangs rund 180 Objekte, mit denen habe ich angefangen. Und tatsächlich war dann die Grundlage einfach das Inventarbuch und ich habe dann tatsächlich ausgehend von den Sachen, die im Inventarbuch oder den Angaben, die im Inventarbuch vorhanden waren, erstmal mich daran entlang gehangelt. Das heißt, es hat sich dann eben auch automatisch ergeben, wie sich wiederum mein Zeitplan dann gestaltet hat. Ich habe dann ganz schnell gesehen, okay, da komme ich jetzt anhand des Inventarbuchs weiter und da nicht. Das heißt, die Sachen, wo dann noch sehr kritisch waren, die habe ich dann zurückgestellt. Also das war so jetzt mal der erste Schritt. Grundsätzlich muss ich sagen, hat mich so dieser Wust auch immer begleitet, jetzt auch während der letzten 1,5 Jahre. Also so wirklich umgehen kann man, glaube ich, nicht damit. Also wie ich auch schon gesagt habe, Provenienzforschung ist gleich Lücken bleiben. Und das Bewusstsein hatte ich halt immer. Also ich habe dann tatsächlich, wie gesagt, versucht, punktuell zu arbeiten, aber im Endeffekt ja, habe ich dann mich entlang gehangelt und auch ein bisschen ja assoziativ dann mir meine Aufgaben zusammengesucht, ja. Und wie siehst du es, wenn sich nun Häuser bewusst sind, dass sie Sammlungsbestände mit kolonialem Kontext haben, aber nicht
gefördert werden, um sich damit zu beschäftigen. Hättest du da eine, ja, eine Aussage? Wie setzt man an? Was sollte man dann tun? Das ist natürlich eine gute Frage, weil wir natürlich im Museum Ulm-Auenhaus sind, in dem Provenienzforschung allgemein halt nur projektgefördert stattfinden konnte bisher. Das heißt, es ist ja bei uns bisher immer projektbezogen gewesen. Es kommt halt dann drauf an. Ich denke jetzt mal in kleineren und mittelständischen Häusern, denen geht es allen genauso. Also, dass es einfach keine Stelle gibt für die Provenienzforschung. Da wird es, glaube ich, aber ohne Förderung dann tatsächlich schwierig, was sich gerade im Alltagsgeschehen mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also, das war jetzt für uns natürlich ein Luxus. Das wäre sonst auch wahrscheinlich ein Bestand gewesen, der jetzt die nächsten oder der halt jetzt vielleicht die nächsten Jahre weiterhin unbearbeitet irgendwo gelegen wäre. Und das ist natürlich jetzt schon eine Chance gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Bestand, den man so wirklich mal zumindest versuchen kann, von hinten bis vorne und so gut wie möglich zu erschließen. Ja, aber tatsächlich glaube ich, muss man die Ohren und die Augen aufhalten und dann wahrscheinlich einen Antrag stellen und sich Unterstützung da suchen. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat ja mittlerweile auch eine große Förderlinie im Bereich kolonialer Kontexte und die sind da auch sehr offen. Also man bekommt dann schon auch die Unterstützung, aber ich glaube, es ist schon immer ein Nachfragen. Eine Frage habe ich noch, und zwar, du hast du vorhin davon erzählt, dass du dich mit EthnologInnen dann auch connected hast, um bei manchen Objekten weiterzukommen. Ich erinnere mich an die eine oder andere Praktikantin aus unserem Haus, die mit deinem Archivbuch am Kopierer stand. Welchen Support kannst du, konntest du dir holen und sollte man vielleicht sich auch holen, wenn man mit so einem Forschungsprojekt betraut wird? Also klar, ohne den Support von extern wäre es tatsächlich gar nicht gegangen, weil ich einfach selber auch für die Sachen oder inhaltlich da einfach auch keine Expertin bin. Und da hat man natürlich auch Impulse bekommen, wenn jetzt mal der ein oder andere Kollege nicht konkret weiterhelfen konnte. Das ist natürlich auch immer so eine Ding, so eine Sache, Bilder zu verschicken und anhand der Bilder KollegInnen um irgendwie Bestimmung zu bitten. Das ist natürlich auch schwierig. Aber da durch die KollegInnen habe ich wenigstens auch nochmal Impulse bekommen. Wo könnte ich noch nachgucken? Wo habe ich vielleicht noch nicht recherchiert? Also schon allein das war sehr hilfreich, aber dann natürlich auch im Haus intern. Also ich habe natürlich auch gemerkt, dass da die KollegInnen bei uns im Team auch sehr offen waren, weil sie natürlich auch gesehen haben, okay, das ist jetzt ein Projekt, an dem ich irgendwie allein sitze, das uns aber als Haus auch einfach wahnsinnig viel bringt. Und ja, ich bin dann einfach immer zu allen gegangen und habe gefragt und ja, habe auch deren Ressourcen so ein bisschen mit eingebunden. Natürlich nur in Maßen, aber natürlich jetzt gerade mit der Restaurierung, wenn es um Materialbestimmungen geht oder mal einen Blick durchs Mikroskop irgendwie. Also wirklich auch intern ins Team gehen, ein Bewusstsein schaffen für das Projekt oder auch für die Bedeutung eines solchen Projekts. Und da kommt auch immer ganz, ganz viel zurück und ganz viel dazu, mit dem man dann auch arbeiten kann. Vielen herzlichen Dank für deine Updates und am Ende für eine tolle Präsentation, mit der wir als Team ja vor einer Woche schon konfrontiert wurden. Und ich freue mich sehr, dass wir sie jetzt auch nachhaltig zur Verfügung stellen können. Dankeschön, liebe Michaela. Ihnen allen vielen Dank fürs Wir Zuschauen. haben, Und glaube ich, Martina, entschuldige, wir haben noch eine Frage oh, von Entschuldigung. Dr. Hante. Ja, Ja, klar. vielleicht kurz, es ist jetzt, ne, wenn man zu spät kommt und dann stellt man noch Fragen, die vielleicht am Anfang schon beantwortet. Das Risiko gehe ich jetzt gerade mal ein. Was lernt man bei der Provenienzforschung von anderen Ländern? Haben Sie dazu hoffentlich nicht schon was gesagt, sonst gähnen jetzt alle. Also ich nehme an, das ist natürlich ein hochpolitisches Thema. Ne? Was muss man zurückgeben? Was hält man gerne fest? Wo redet man nicht so gerne drüber? Gibt es da noch vielleicht ein Schlaglicht, wo Sie sagen, die Amerikaner sind so weit oder die Australier gehen so damit um oder so? Haben Sie damit auch zu tun gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur immer so beobachtet, was bei uns halt gerade so passiert. Da tut sich ja doch auch einiges, dass sich da auch eine Öffnung ergibt tatsächlich. Das heißt, da entstehen auch Kooperationen auf jeden Fall zu anderen Ländern. Aber wie es jetzt konkret in der Provenienzforschung aussieht, also vergleichsweise wie der Stand ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, auch wie weit die mit Förderungen etc. sind. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht jemand in der Runde
Erfahrungen hat oder den Austausch da mehr gesucht hat? Esther? Also in Deutschlandfunk gibt es sehr interessante also Sendungsvorträge und dann können Sie dort im Archiv recherchieren. Also da gibt es ziemlich viel. Deutschland, wo einfach eingeben, Provenienzforschung oder Recherchen, dann Aber kommt. Esther, du mit deinem Hintergrund, würdest du sagen, man liest jetzt oder hört in der Presse von bestimmten Ländern, die sich ebenso intensiv mit dem Thema beschäftigen? Weil es mag aber daran liegen, dass ich deutsche Medien konsumiere. Ich habe das Gefühl, dass wir das gerade sehr intensiv tun. Ja, Also ja, ja. ja. Also mit dem Thema tatsächlich an sich schon. Das wird natürlich aber natürlich auch immer an dem Begriff der Restitution danach aufgehängt. Also klar, dass die Debatten überall gleich weit sind, auf jeden Fall. Nur wie es da auch gerade jetzt aussieht mit, also ich meine, es ist ja auch eine staatliche Förderung, unter der mein Projekt läuft. Inwieweit oder welche Formate an Förderungen oder Möglichkeiten es da gibt, das kann ich jetzt im Detail jetzt nicht sagen, ob die da in anderen Ländern weiter sind, ähnliche Programme haben. Also Da habe ich keinen Einblick es tatsächlich. gibt große Fördertöpfe, wo wirklich aus verschiedenen Ländern, also aus ehemaligen Kolonien, dann in die Kolonialmächte, also in die Länder der Kolonialmächte gehen und dort dann recherchieren, selbst recherchieren. Das ist sehr zeitaufwendig und sehr, sehr teuer. Und das ist schon groß aufgehängt. Da Genau, kann das. man alles im Deutschlandfunk Ja, nachhören. und die, also jetzt war ich im Sommer wieder in London in der Familie und gehe in diese wunderbaren Museen und denke, London fühlt sich so richtig an, aber das ist halt auch so wahnsinnig zusammengeklaut. Also das muss man sich halt immer wieder klar machen. Also wie ambivalent wir sind, wenn wir in unseren Hauptstädten in Europa dann von einem Museum zum anderen denken, Mensch, toll, hier die Afrikaner und die Asiaten und wie mag jemand mit dem Blick von, das ist mein Volk, was vor 100, 150 Jahren systematisch versklavt, beklaut, ausgenutzt wurde, das ist ja eine hoch aufgeladene Diskussion. Und ich glaube, dass das Fingerspitzengefühl bei diesen Sachen ist, dass man auch natürlich immer Sorge hat, wenn man selber ganz viel forscht, dann wird irgendwann jemand kommen und sagen, ja, schön, also jetzt habt ihr es selber bewiesen, dass es euch nicht gehört. Das denke ich, das ist, glaube ich, das ist die politische Sprengkraft, die das hat. Und dennoch ist es richtig, es zu tun. Das sind Vielleicht aber darf ich da Gedanken. noch mal einen kleinen Tipp geben. Wir hatten vor anderthalb Jahren, glaube ich, guckte immer zur Seite, weil da meine Kollegin Alina Fuchte sitzt. Vor anderthalb Jahren ungefähr hatten wir einen Expert-Talk mit Yilmaz Demior und Nana Ufriyata Aim, die den ersten ghanaischen Länderpavillon auf der Biennale in Venedig kuratiert hat. Und haben unter anderem auch über dieses Thema gesprochen. Sie als Rückkehrerin, sie ist in Deutschland geboren, hat in den UK gearbeitet und ist dann nach Ghana zurückgegangen und ist da jetzt auch künstlerisch aktiv, hat sich ganz interessant geäußert zu dem Thema Restitution. Deshalb, wer Interesse hat, kann sich diesen Talk bei uns im Archiv nochmal anschauen. War insbesondere so vor der Biennale Kuration von Yilmaz Demir ein ganz interessanter Talk. Gibt es noch Fragen oder Beiträge? Sonst würde ich nämlich sagen, Mathilde, bitteschön. Dein Mikro ist noch zu, entschuldige. So, jetzt ist er an. Ja, ich kann vielleicht noch ganz kurz zu der Situation in Frankreich sagen. Da funktioniert es nicht mit solchen Anträgen. Man kann es auch ganz stark schon an der Anzahl der in Anführungsstrichen registrierten ProvenienzforscherInnen sehen. In Deutschland sind wir so um die 430, in Frankreich so um die 20. Also da ist schon mal ein Riesenunterschied. Und das funktioniert aber nicht so wie in Deutschland, wo man Anträge stellen kann und dann ein Provenienzforscher oder eine Provenienzforscherin an einem Museum arbeitet, sondern das organisiert das Ministerium und dann werden für ein paar Monate eine Forscherin hingeschickt, die dann aber auch teilweise was anderes nebenbei macht. Also es funktioniert
ja, ist noch nicht so professionalisiert, wie wir es vielleicht hier sind, aber das spielt Deutschland zumindest auf der französischen Seite auch schon so ein bisschen so ein Role Model. Also da wird schon oft gefragt, wie wir das in Deutschland machen. Super Hinweis, danke schön. Spannend. Ja, Und ach dann. so, ja, natürlich, ja, und in Frankreich gibt es, soviel ich weiß, zumindest keine einzige feste Stelle für Provenienzforschung in einem Museum. In Deutschland gibt es da vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele, aber zumindest einige und in Frankreich bisher zumindest nicht. Das ist ein Wort, oder? Also keine einzige für eine ehemalige Kolonialmacht. Vielleicht kommt das noch. Also einige Museen, wie zum Beispiel der Louvre, haben jetzt in den letzten Jahren das ein bisschen gemacht, aber meines Wissens zumindest ist es keine feste Stelle. Es ist auch eine Projektstelle. Gut, dann würde ich an der Stelle beschließen. Ich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Und allen an der Stelle fröhliche Weihnachten wünschen. Ist nämlich bald. Dann, ja, danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.